Erinnert ihr euch ja noch an den Training Tuesday? Ich mache mir für zu Hause immer so selbstgemachte Homeworkout-Pläne, wo ich dann einfach auf YouTube-Videos zurückgreife. Und da wollte ich euch ja in diesem monatlichen Format immer zeigen, was das so für Workouts sind und euch einfach so meine Favoriten zeigen und vor allem auch meine Erfahrungen und Tipps mit euch teilen. Jedenfalls kam dann Anfang des Jahres dann noch der Veganuar dazwischen, aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter damit. Und am Ende des Videos habe ich dann ja immer noch ein proteinreiches, veganes Rezept für euch parat. Das ist heute auch eine sehr interessante, aber wie ich finde, sehr leckere Kombination und wir haben jetzt auch wieder eine bunte Mischung an Workouts, also starten wir direkt mal mit dem ersten. Und zwar ist das direkt eins von Maddie Morrison oder ich glaube sogar, dass sie Medi genannt wird. Auf jeden Fall habt ihr mir sie auf Instagram empfohlen. Da habe ich direkt mal das Abs, Arms and Back Workout gemacht. Das ging 30 Minuten. Vor allem, was ich daran wirklich super fand, ist, dass da halt auch Warm-up und Cooldown mit bei waren. Das finde ich immer total praktisch und ist ja auch beides super wichtig. Dieses Video hat sie auch in einem richtig schönen Studio gefilmt und allgemein fand ich das ganze Videodesign auch richtig cool. Und das war halt so, dass jeweils eine Übung 30 Sekunden ging und dann die Pause dazwischen war immer 10 Sekunden. Und in der konnte man aber immer schon sehen, was die nächste Übung sein wird. Wenn es manchmal auch so richtig anstrengend wurde, hat sie auch manchmal so eine Alternative gezeigt, was man anstattdessen machen könnte. Das finde ich auch immer ganz gut, gerade wenn da auch so Anfänger sozusagen mitmachen. Vor allem waren die Übungen auch sehr kreativ, fand ich. Also ich mag es halt immer nicht so gerne, wenn man dann gefühlt das ganze Workout nur auf dem Rücken liegt und von da aus Übungen macht. Also war auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Neben den Homeworkouts gibt es von ihr auch sehr viele Yoga-Videos, vor allem auch für Anfänger, was für mich dann, glaube ich, ganz passend wäre. Ich glaube, die werde ich auch demnächst mal wieder in meine Workout-Pläne einfügen. Die könnt ihr euch übrigens in dem Highlight angucken. Da habe ich eins auf Instagram, da packe ich dann jede Woche sozusagen einen neuen rein. Ich habe da immer so verschiedene Tage, wo ich dann halt solche Workouts mache oder habe da auch Tage eingefügt, wo man dann zum Beispiel Stretching oder halt auch dann Yoga zu Hause machen kann. Weiter geht's dann mit Grooving Ananas. Ich hoffe, dass der Kanalname so ausgesprochen wird. Auf jeden Fall haben mir im letzten Training Tuesday total viele in die Kommentare geschrieben, dass ich ja alle Videos irgendwie gut fand oder alle Workouts, was ja auch so ist, weil ich möchte euch ja Empfehlungen geben. Aber ich habe jetzt auch mal eins mit reingenommen, wo ich nicht ganz so begeistert war. Also ich habe halt so ein 20-minütiges Abs-Workout gemacht von ihr. Und das war eigentlich auch sehr cool und sehr fordernd und sehr anstrengend. Aber gleich zu Beginn kamen halt so hammer viele Plank-Übungen. Und ich hasse ja zum Beispiel so Side-Planks oder sowas. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was so eure Hass-Workout-Stellung oder Übung ist. Na, jedenfalls war ich dann schon von Beginn an ziemlich genervt und hatte schon fast keine Lust mehr. Wahrscheinlich hätte ich es einfach als Herausforderung oder sowas sehen sollen, aber die Übung ging halt auch jeweils 60 Sekunden, was dann echt hammerlange war, wenn man auch keine Pause zwischendurch hat. Ich bin es halt eher so gewohnt, dass die Workouts, also die Übungen jeweils so 30 bis 45 Sekunden gehen. Es war auf jeden Fall aber auch das erste Video, was ich jemals von ihr gemacht habe, deswegen werde ich mich da auf jeden Fall nochmal auf dem Kanal umschauen und gucken, wie die anderen sind, weil das Stretching-Video hingegen fand ich wiederum richtig gut. Hier waren zum Beispiel auch die Übungen 45 Sekunden lang und da gab es zwischendurch 15 Sekunden Pause. Die hätte ich wohl eher bei dem Workout davor gebrauchen können. Aber ich liebe ja immer Stretching nach einem heftigen Workout. Das tut dann immer noch viel besser. Kommen wir dann zu einem meiner liebsten Fitnesskanäle und zwar der von Rachel Gulotta Fitness, also so heißt der. Und sie lebt in L.A., meine ich. Und da laufen ja doch mal so Hunde durchs Bild, was ich so ganz entspannend finde. Und allein wegen dem ganzen Design und der Aufmachung der Videos bin ich schon ein sehr großer Fan. Das ist alles sehr stimmig gestaltet. Und die Workouts sind nebenbei auch noch ganz gut. Ich habe auf jeden Fall angefangen mit dem Active Warm-Up. Das ging 5 Minuten, war auch so eine ganz gute Länge. Und weil ich ja öfter anmerke, dass ich es manchmal ein bisschen nervig finde, dass nicht in jedem Video direkt Warm-Up und Cooldown mit drin ist. Auf jeden Fall hat mir da jemand auf Instagram geschrieben, dass es ja ein ganz guter Tipp wäre, dass man sich einfach die entsprechenden Videos in eine Playlist packt. So braucht man nicht zwischendurch immer wieder die Videos einzeln wechseln oder erstmal suchen. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und dann ging es auch schon weiter mit dem 30-minütigen Full-Body-Workout. Und zwar hieß das auch Apartment-Friendly, was ich schon mal ganz gut finde. Wir wohnen in einem Altbau und da möchte man die Nachbarn ja auch nicht zu sehr strapazieren mit seinem Rumgespringe oder so. Deswegen war das ganz praktisch. Hier ging die Übung jeweils 45 Sekunden und hatte man wieder 15 Sekunden Pause. Und in den letzten Sekunden der Pause
Pause wird dann auch schon die nächste Übung vorgemacht. Und was ich ja hier an den Pausen sehr liebe, ist, dass dann die Musik einfach ausgeht und so richtig schöne, entspannende Landschaften gezeigt werden, wodurch man wieder so ein bisschen beruhigt wird und runterkommen kann. Das waren jetzt allgemein halt eher so Standardübungen, aber ich fand die trotzdem sehr effektiv und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und danach habe ich dann das Cooldown gemacht für 4 Minuten. Das war halt zwar relativ kurz, aber hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Das war auf jeden Fall sehr gut zum Runterkommen, vor allem wenn man so ein bisschen aus der Puste ist und dann nochmal seine Muskeln dehnen kann. Ich mag es halt so gar nicht, wenn man dann irgendwie nach dem Workout duscht und dann kommt man aus der Dusche raus und schwitzt immer noch weiter. Da war es so gefühlt umsonst. Ja, deswegen lege ich auch immer sehr großen Wert darauf, sich nach dem Workout nochmal zu dehnen und zu Cooldown. Als nächstes kommen wir auf jeden Fall zu meinem Lieblingsworkout aus der letzten Zeit, aber vorher wollte ich noch ein paar Hauttipps mit euch teilen, weil ich finde es gerade so beim Sport immer super wichtig, dass man zum Beispiel während des Workouts auch saubere Handtücher benutzt für sein Gesicht zum Abtupfen und vor allem auch nach dem Sport seine Haut und vor allem auch sein Gesicht reinigt und von Schweiß befreit, damit sich halt keine Unreinheiten bilden. Auf Instagram bekomme ich auch immer mal wieder einige Fragen von euch, was ich denn so für Produkte benutze, gerade für meine Gesichtshaut. Vielleicht wisst ihr, dass ich früher sehr Probleme auch mit Akne hatte und zurzeit benutze ich auf jeden Fall nur die Produkte von Formel Skin. Ich bin da halt, wie gesagt, in dermatologischer Betreuung und in meinem Fall ist das halt Frau Dr. Med. Sarah Bechstein. Vielleicht habt ihr es ja schon in den Aufnahmen der Workouts gesehen, also vor einigen Wochen oder Monaten hatte ich auch noch sehr viele große, schmerzhafte Pickel und vor allem auch so Unterlagerungen und ich hatte halt immer so das Gefühl, dass ich bei Ärzten so abgefertigt wurde mit irgendwie Medikamenten, die ich nehmen sollte. Ich hatte jetzt aber leider auch nie so die große Ahnung von irgendwie Kosmetik. Vor allem beeinträchtigen die Haut ja immer noch ganz viele andere verschiedene Bereiche des Lebens, wie eben schon in den Tipps geschrieben, ja auch zum Beispiel Stress oder die Ernährung oder auch der Schlaf. Und bei Formel Skin fühle ich mich auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Und zwar wird man dort durch die 5 Schritte der Behandlung monatlich betreut. Das heißt, man beginnt erstmal mit einem Online-Fragebogen, den man über seine Haut ausfüllt. Der ist auch sehr detailliert, was halt richtig gut ist. Und dann kann man, wenn man möchte, noch so ein Online-Gespräch vereinbaren, damit man auch mal sich kennenlernt und noch mal so ein bisschen von seinen Sorgen und Erfahrungen erzählen kann. Daraufhin wird dann ein Behandlungsplan erstellt und die jeweiligen Produkte werden dann für einen in einer Apotheke hergestellt und dann ganz einfach per Post zu einem nach Hause geschickt, was halt auch super, ja, einfach und praktisch ist. Dann fängt man an, die Produkte zu benutzen und in regelmäßigen Abständen füllt man dann wieder so einen Online-Fragebogen aus, damit dann halt die Produkte angepasst werden können. Und zwar gibt es da 3 Produkte und zwar einmal die Reinigung. Die finde ich auch super zum Abschminken. Also ich persönlich kann damit zum Beispiel auch super mein Augen-Make-up entfernen, sogar Wimperntusche. Dann gibt es die Formel mit den aktiven Wirkstoffen drin und außerdem die Pflege. Das ist so eine Creme, die sich auch super auftragen lässt, finde ich, und vor allem auch richtig gut einzieht. Außerdem sind auch alle Produkte vegan und tierversuchsfrei, was ich persönlich auch immer sehr wichtig finde. Also da achte ich auf jeden Fall drauf. Ihr könnt euch gerne mal auf der Website umschauen und vor allem auch mit dem Code FRANZI20 auf die ersten 2 Monate 20% sparen, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet. Wie gesagt, kommen wir jetzt zu einem meiner liebsten Workouts aus der letzten Zeit und zwar von Natasha Ocean. Warum suche ich mir nur Kanäle aus, wo ich den Namen gefühlt nicht aussprechen kann? Auf jeden Fall gibt es auf ihrem Kanal auch ganz viele verschiedene Videos. Also neben Homeworkouts kann man da auch so Lifestyle-Videos und Vlogs und so zum Thema Essen Sachen finden. Und ich meine, sie lebt in London und hat da auch so ein richtig heftiges Apartment. Und ich habe jetzt hier das Full-Body-Workout gemacht. Das war auch wieder Apartment-friendly. Und die Videos sind einfach super schön gestaltet und sehr angenehm zu schauen, finde ich. Dafür, dass das erste Video echt 20 Minuten lang ging, war das super kurzweilig. Hat total viel Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall super abwechslungsreich und hat mich auch richtig gut gefordert. Und was ich da auch richtig gut fand, war, dass wenn man zum Beispiel ein Bein trainiert, dass dann nicht dieselbe Übung als nächstes nochmal kommt, sondern dass dann in der Mitte der 45 Sekunden Übung das andere Bein nochmal in der zweiten Hälfte kommt. Ich hoffe, man versteht das. Es gibt auch 15-sekündige Pausen und darin wird dann auch direkt schon gezeigt, welche Übung als nächstes dran kommt. Und sie redet zwar nicht in den Videos, also wird nur Musik abgespielt, aber unten links findet man auch sehr oft einfach Tipps, die sie dann zu den Übungen mit reinschreibt. Danach ging es dann weiter mit dem Stretching und ich finde es ja immer tatsächlich sehr praktisch, wenn der Countdown piept, auch während einem Stretching oder Yoga oder sowas. Ich weiß, manche empfinden das eher als nervig, aber ich glaube, mich würde es mehr stressen, wenn ich immer gucken müsste, wann dann die jeweilige Übung zu Ende ist und wann die nächste anfängt. Deswegen finde ich so einen Countdown dann doch immer ganz praktisch. Heather Robertson haben mir auch super viele von euch empfohlen und ich bin auch ein sehr großer Fan von dieser Powerfrau.
Auf jeden Fall habe ich da das Full-Body-Hit-Workout gemacht. Das ging 30 Minuten und da war auch wieder Warm-up und Cool-down mit drin. Also habe ich sehr geliebt. Es hat auch richtig Spaß gemacht und war auch wieder sehr, sehr anstrengend, so wie es auch im Titel drin stand. Was ich hier auch ganz schön fand, ist, dass sie das Workout, glaube ich, auch in ihrem Wohnzimmer gemacht hat. Auf jeden Fall war der Hintergrund sehr gemütlich eingerichtet, was ich auch so ganz schön fand als, ja, Workout-Atmosphäre. Und was ich hier auch richtig gerne mag, ist, dass man halt in relativ kurzer Zeit auch ein richtig gutes und forderndes Workout mit viel Abwechslung machen kann. Also wenn ich am Ende glänze und schwitze, ist es auf jeden Fall gut. Und hier waren die Übungen auch wieder 40 Sekunden lang und dazwischen gab es 20 Sekunden Pause. Und in der Pause hat man auch wieder die Vorschau für die nächste Übung gesehen. Und am Ende wurde auch sehr viel Wert auf ein gutes, ausgiebiges Dehnen und Cooldown gelegt, was ich ja wieder sehr gut fand. Also ja, hat mir richtig gut getan. Von Sydney Cummings habe ich dann auch ein 30-minütiges Video gemacht, inklusive Aufwärmen und Runterkommen. Und hier ist es auch so, dass der Countdown die ganze Zeit runterläuft, also von der Gesamtzeit. Und sie sagt dann halt immer an, wenn die nächste Übung anfängt. Bei ihr zum Beispiel finde ich es auch richtig gut, dass sie während der Workouts redet, weil so kann man immer noch mal hören, was man an den Übungen falsch machen könnte und vor allem auch, wie man sie richtig ausführt. Sie trainiert auch immer in so einem richtig coolen Studio irgendwie und danach gibt es immer noch mal so gefühlt eine Motivationskeule und so Tipps für einen aktiven Lebensstil. Also am Ende sagt sie immer noch so ein paar Worte, zumindest in den Videos, die ich bislang von ihr gemacht habe. Und ihre Workouts sind meistens auch echt heftig. Also ich hatte schon sehr oft einen guten Muskelkater am nächsten Tag. Und sie bringt auch immer sehr viel Abwechslung mit in ihre Videos. Also es gibt auch welche mit und ohne Gewichte oder mit und ohne Stretching-Band. Und allgemein finde ich es immer so cool, dass es einfach so viel kostenlosen Workout-Content allein auf YouTube gibt, den man einfach so, ja, konsumieren und machen kann zu Hause. Das schätze ich immer sehr. Vor allem hat man dann ja auch irgendwie keine Wegzeit, die man irgendwo hinfahren muss, sondern man kann das ganz einfach von zu Hause aus machen. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr irgendwie Lieblingskanäle habt, so in diesem Bereich. Kommen wir jetzt auf jeden Fall zu dem proteinreichen veganen Rezept. Und Hülsenfrüchte stehen als pflanzliche Proteinquelle ja ganz weit oben auf der Liste. Und vor allem rote Linsen liebe ich da sehr. Und da könnte man jetzt zum Beispiel so ein klassisches Linsendahl machen oder auch Linsensuppe. Aber heute machen wir mal eine süße Kreation draus, die man zum Beispiel auch zum Frühstück essen könnte. Ich messe ja meistens einfach mit Tassen ab. Deswegen habe ich hier einfach erstmal Linsen in eine Tasse gegeben. Und ihr seht schon, dass dabei so ein leichter Staub irgendwie entsteht. Deswegen finde ich es immer einen ganz guten Tipp, dass man die Linsen wie zum Beispiel auch Reis vor dem Kochen einmal abbraust durch ein Sieb mit Wasser. Die kommen dann einmal in einen Topf und darauf habe ich dann die doppelte Menge an Flüssigkeit gegeben. Da könnt ihr entweder Wasser oder auch pflanzliche Drinks nehmen. Das Ganze könnt ihr dann einmal auf mittlerer Stufe mit Deckel köcheln lassen und wenn ihr mögt, kann dann noch eine Prise Salz mit hinzu. Das macht das Ganze noch geschmacksintensiver. In der Zwischenzeit habe ich dann schon mal Obst geschnitten. Da könnt ihr zum Beispiel Apfel nehmen oder auch sowas wie Birne oder Orange oder auch Banane. Ich mag das ganz gerne frisch und knackig als Topping. Das könnt ihr aber auch zum Beispiel raspeln oder klein schneiden und dann mitkochen. Das gibt dem Linsenfrühstück dann nochmal eine intensivere Süße. Und wenn es dann gar ist, kann das Ganze wie Porridge serviert werden. Und zwar habe ich dann hier einmal Apfel draufgegeben, außerdem eine pflanzliche Kokosjoghurt-Alternative und vor allem auch Nüsse. Die haben ja auch super viel Protein. Zum Beispiel Paranüsse essen wir auch täglich. Dann sind Hanfsamen auch eine gute Proteinquelle. Die haben auch super viele gesunde Fette. Und genauso auch Walnüsse habe ich mit draufgegeben. Und für noch mehr natürliche Süße könnt ihr zum Beispiel auch Trockenobst mit dazugeben, wie jetzt zum Beispiel Goji-Beeren oder auch Rosinen oder Datteln. Dann kam hier jetzt noch etwas Zimt mit oben rauf und vor allem auch Nuss- oder Kernbutter. Ich habe jetzt hier Kürbiskernbutter genommen. Die ist auch super schön cremig und vor allem hat die so eine richtig tolle grüne Farbe. Ja, und dann kann das Ganze auch schon genossen werden. Also ich bin sehr gespannt, ob ihr das ausprobiert und vor allem, wie es euch schmecken wird. Ich finde es auf jeden Fall mal was anderes. Also ich persönlich mag rote Linsen super gerne und so kann ich sie auch noch süß essen. Das Rezept dazu findet ihr auf jeden Fall in der Infobox drin. Vor allem könnt ihr mir auch gerne schreiben, was ich so in den nächsten Wochen an Workouts machen soll oder könnte. Da kann ich euch die gerne nächstes Mal vorstellen. Ich hoffe, euch hat dieses Format und das Video und vor allem auch das Rezept gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!